Hallo Welt, da sind wir wieder, hier noch in Diamond City. Wir haben gehandelt, wir haben alle Läden, alle Händler haben wir leer gekauft und werden uns jetzt auf die Heimreise begeben. Das bedeutet in diesem Fall in Richtung Abernethy Farm Arena. Da wollen wir ein bisschen weiter bauen und wir werden unterwegs mit Sicherheit noch den ein oder anderen Händler aufsuchen, um noch mehr Material, Baumaterial vor allem zu kaufen, Schrott. Und ich denke, der nächste Halt wird jetzt erstmal Hangman's Alley sein. Danach wird es dann weitergehen nach Oberland Station, von da aus hoffentlich dann nach Grey Garden. Ja, und ich hoffe auch, dass wir gut durchkommen. Jetzt für den kleinen kurzen Weg hier nach Hangman's Alley brauchen wir uns gar nicht groß umzuziehen. Wilde Ghule verstecken sich gerne im Dunkeln. Das macht Nachtpatrouillen verdammt aufregend. Ja, vielleicht können wir da sogar auch noch ein bisschen Handel betreiben in Hangman's Alley. Na, schön wäre es auf jeden Fall. Ich sehe gerade, wir sind irgendwie wieder leicht lethargisch oder auf jeden Fall hungrig und durstig. Das können wir alles erledigen. Hangman's Alley, sind wir schon vorbei? Nein. Ah ja, hier ist der Eingang. Oh ja, wir können auf jeden Fall am nächsten Tag wirklich was zu werden. Schon mal sehen, ob vielleicht unsere Brahmin-Falle schon etwas gebracht hat. Und was kann ich für dich tun? Natürlich nehmen wir hier mal den ganzen Kram raus, alles was sie hat, durch. Und das lassen wir vor allem hier. Vielleicht sollten wir hier, da wir sowieso so oft hier sind, vielleicht sollten wir dann hier eine Art Zwischenlager einrichten. Also ein Lager, hier sammelt sich ja sowieso alles. Ein Lager, in dem wir dann, ja, Schrott wird ja verteilt auf alle Siedlungen zum Glück. Aber zum Beispiel Brennstoff oder sowas, das werden wir wahrscheinlich hier am besten sogar gebrauchen können. Und Kleidung bei Kleidung, Rüstungen, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob wir das unbedingt hier benötigen. Okay, verkaufen können wir es auch hier. Aber ich denke, es ist erstmal zentral besser aufgehoben und dann überlegen wir uns, was wir damit machen. Es wird natürlich auch Sinn machen, wenn wir die Kleidung in unseren Siedlungen irgendwie loswerden. Hier denke ich, ist vor allem Brennstoff sinnvoll, wenn wir das hier sammeln. Also da kann man Jet rausmachen, Jet Boost, wenn man Jet hat. Plastik, sowas sollten wir hier sammeln. Und ja, Brennstoff haben wir aber schon ordentlich hier. Aber das brauchen wir wirklich nicht unbedingt. Oben in Sanctuary zum Beispiel, da im Wasserdreieck, sage ich mal. Hier könnten wir das sehr viel besser gebrauchen, Brennstoff. Auch das hätte ich natürlich schon irgendwo gerne zentral, aber ja, packen wir hier einfach Sachen rein, die wir dann verkaufen wollen. Schrotpatronen zum Beispiel. Ein Handelszwischenstopp sozusagen hier. Dazu würden dann aber doch auch Rüstungen gehören. Jetzt habe ich mir ja die Frage gestellt, lohnt es sich überhaupt, die zu verwerten? Ich glaube nämlich gar nicht. Das hatten wir schon mal in der Vergangenheit ausprobiert. Rüstungen verwerten bringt nicht arg zu viel. Diesmal, wenn wir... Wie war das mit dem Roboter? Da haben wir doch jetzt auch noch nicht wieder alles eingesammelt, glaube ich. Oder? Hey, ich helfe gerne weiter. Doch, haben wir. Ja, die Sachen, die wir verteilen wollen auf die anderen Siedlungen, Hopsla, auf die anderen Siedlungen, die brauchen wir vielleicht nicht unbedingt hier einzulagern. Ich sehe schon hier der Strong Vorschlaghammer, da haben wir ihn ja schon ein besseres Gerät gebaut. Sturmgewehr, mit dem sind wir damals rumgelaufen, auch das könnte man vielleicht alles verkaufen hier. Ja, auf jeden Fall sollten wir jetzt die Sachen hier rausnehmen, die wir in anderen Siedlungen besser gebrauchen können. Also, ich sage es nochmal, Anziehsachen. Ich denke, so die Rüstungsteile, die verkaufen wir hier wirklich. Verwerten hat da nicht so viel Sinn. Und
Naja, die schmutzigen Anzüge, auch die können wir verkaufen. Metallrüstung, okay. Leichte Kleidung. Mhm. Wir hatten doch Sommerkleidung irgendwo gefunden. Na, die haben wir wahrscheinlich schon wieder hier reingelegt. Lederrüstung, noch mehr Lederrüstung, Kombi. Kapitänsmütze, auch da spiele ich mit dem Gedanken, vielleicht mal in Spectacle Island die Leute damit auszustatten. Und die Helme, abgewetzter Filzhut für Wahrnehmung. Na gut, den brauchen wir nicht unbedingt. Und dann schauen wir, was wir hier noch rausnehmen können. Wir haben ja jetzt den Aggressotron-Helm, ja auf jeden Fall, Armeeuniformen. Wir haben ja jetzt unseren Wasserspender dabei. Und ich denke schon, dass wir hier zum Beispiel die ganzen Glücksfilzhüte und so schon mal nach Sanctuary Hills in die Ecke mitschleppen können. Ich denke schon, dass es Sinn macht. Bergbauhelme brauchen wir auch keine zwei hier. Einer reicht vollkommen. Blauer Baseballhelm nehmen wir mal mit. Das Halstuch. Brille mit schwarzem Gestell. Aha, für Charisma könnten wir vielleicht unseren Verkäufern auch aufsetzen. Ah, das ist aber ziemlich viel, was sich hier angesammelt hat. Gehen wir mal von unten durch vielleicht. Oh ja, das ist eine richtig lange Liste. Naja, das nutzt nichts. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit unserem Packer hier rum. Und alles, ja, die Sache mit Stern und so, das können wir jetzt nicht alles mittragen. Ich denke, was wir jetzt wirklich nehmen, das sind die Sachen, die wir ja umwandeln können, die wir verbessern können. Oder hier die Zeitungsverkäuferkappen vielleicht, Unterhemd und Jeans für die Köche. Totenkopfhalstuch, ja, Halstücher können wir mitnehmen. Eigentlich auch die Powerrüstungsteile. Aber wir haben hier auch noch eine Powerrüstung stehen. Vielleicht Supermutantenhelm. Vielleicht können wir die Powerrüstung hier auch irgendwann mal verbessern. Hundehalsband kann mit. Sportkleidung brauchen wir nicht unbedingt mitzunehmen. Sommerkleidung, ja. Smoking kann mit. Ja, das sind immer so die Sachen, oder Institutslaborkittel, das sind so die Sachen, die wir sowieso dann mal, ja, verbessern und an unsere Siedler verschenken später. Nun gut, Postbotenmütze, eine saubere sogar, sehr schön. Ja, Militäruniform und Barett, ich glaube, die haben wir schon überall verteilt in den Siedlungen, also das könnten wir sogar vielleicht verkaufen. Müsste man mal gucken, ob die verbesserten Teile so viel mehr bringen, ob es besser ist, die erst zu verbessern und dann zu veräußern. Ah, Lederkombi wollte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Kochmütze, Kellogg's Outfit. Sowas sammeln wir dann natürlich zentral. Institutslaborkittel, na gut, Hundehalskette. Grüne Lumpen der Kinder von Atom haben wir auch so noch nicht irgendwo anders. Ja, auf jeden Fall. Oder hier der gepanzerte Railroad-Mantel. Das alles können wir jetzt nicht mitnehmen. Das wird wohl zu schwer sein mit 26 Gewicht, ja. Der Ehering, was macht der denn hier drin? Der gehört aber eigentlich auch woanders hin. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein, nur wir wissen ja nicht, wie viel unser Wasserspender dann letztendlich so, wie viel er da tragen kann. Wir werden das aber herausfinden schon. Gleich. Munition, ja wie gesagt, Brennstoff lassen wir mal hier. Hier brauchen wir es, denke ich, am nötigsten. Die andere Munition könnte man verkaufen. Vielleicht schauen wir noch mal, ob wir hier unsere Leuchtpistole wiederfinden. Kellogg's Pistole nehmen wir auch mal jetzt endlich mit.
Die Macheten sollten wir auch verbessern. Na, das können wir natürlich auch hier. Rockwell Slugger war das. Ein Holz. Die Leuchtpistole, wo haben wir sie bloß gelassen? Irgendwie erinnere ich mich dran, das könnte Jamaica Plain gewesen sein. Ich erinnere mich dran, wir haben die irgendwo abgelegt, weil wir die sowieso nie gebraucht haben. Und bevor wir sie nochmal nutzen, sollten wir vielleicht besser den Minuteman erstmal bessere Kleidung verschaffen. Die laufen ja doch immer sehr ungeschützt herum, also... Kleidung, da war irgendetwas. Lederkombi. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt mit uns rumzutragen. Ich denke, das lassen wir jetzt aber so mal. Hey! Ja. Sehen wir uns mal an, was sie so haben. Ja, und vor allem merken wir uns mal, wir haben ein Gewicht jetzt geladen von 377 und werden jetzt unserem Wasserspender alles geben, was geht. Man kann es einfacher haben. Man braucht ja nur, ich glaube, der kann sowas um die 570 oder 80 tragen. Also man kann es einfacher haben, denn wir brauchen ja nur an eine Roboterwerkbank zu gehen und da sieht man dann, wie viel er tragen kann. Auf jeden Fall wird er mehr tragen können, als wir jetzt dabei haben. Also wir könnten ruhig noch ein paar Waffen oder so etwas mitnehmen. Blaues Halstuch. Ja, alles rein hier. Wir haben zu viel abgelegt. Die Brille, die brauchen wir doch. Ja, die kann man nicht umbenennen, deswegen. Und das Grockner-Kostüm, das brauchen wir auch. Das haben wir aber schon sehr lange nicht mehr getragen. Seit wir diesen Skill haben, dass wir mehr tragen, also wenn wir überladen sind, dass wir dann trotzdem noch laufen können. Seitdem wir diesen Skill haben, haben wir das Grockner-Kostüm auch nicht mehr gebraucht. Jo, was haben wir denn sonst noch? Munition könnten wir eher noch aufs Auge drücken. Sogar noch mehr. Ja, und das ist Kleinvieh hier. Macht zwar auch Mist, aber... Wollen wir das jetzt alles geben? Wir sollten lieber mal gucken, ob wir... Ups, wo sind wir? Ob wir hier noch ein bisschen was rausnehmen können. Ja, das hat jetzt nicht geklappt. Wir hatten zu wenig. Ob wir hier noch ein bisschen Fleisch rausnehmen können, denn hier können wir ja gar nichts damit anfangen. Hangman's Alley ist einfach zu klein und das hier einfach so zu verbrutzeln, dafür ist es zu schade. Nehmen wir uns mal hier alles an Fleisch raus, was wir rausnehmen können. Außer das Zubereitete, vielleicht auch Blutpakete können wir auch mal woanders besser unterbringen. Klingenkorn bräuchten wir hier mehr. Aber das wird man immer noch hier. Irgendwann werden wir das immer noch hier anpflanzen können. Also ich glaube auch hier die Spritzen sollten wir wieder mal mitnehmen. Das Bier vielleicht. Ja. Schwer zu sagen jetzt. Ich weiß nicht, was man aus den antimikrobiellen Kräutern noch herstellen kann. Von daher... Also Cram kann man hier verkaufen mit Sicherheit. 25 ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, Wasser, dafür bekommen wir gerade mal 16 oder 20 wert ist es. Also Cram ist zum Verkaufen ganz gut schon mal. Obwohl, dafür ist es wieder zu schwer. Aber Wasser wiegt auch 0,5. Also bleibt sich das eigentlich gleich. Eichhörnchen am Stiel. Na gut, brauchen wir nicht unbedingt hier. Eichhörnchenbissen. Schon, aber keine neuen Teile. Eichhörnchen-Eintopf lassen wir mal hier. Einen nehmen wir mit. Eingelegtes Fleisch, auch das kann man besser verkaufen hier. Eiskalte Nuka Cherry und eiskaltes Granite Pale. Das kann man alles
mal mitnehmen. In anderen Siedlungen wird es echt mehr gebraucht als hier. Und das Fleisch von Weichschalen-Majalurks. Na gut. Gefarol-Spritze. Und gegrillter Redhirsch. Gegrillt? Oh, Moment. Das hätten wir da lassen können. Egal. Geröstetes Majalurk-Fleisch. So viel brauchen wir auch nicht hier. Das wäre natürlich auch noch witzig, wenn es die Stimmung in den Siedlungen, die Moral heben würde, wenn man hier so die Biere drin lassen würde. Hundefutter in der Dose. Ja, das wollen wir hier später vielleicht mal einen Hund irgendwie, einen Hundekäfig aufbauen. Den könnten wir ja bauen. Der sorgt dann ja auch nochmal für Schutz. Institutwasser, Flaschenwasser, okay. Katzenfleisch. Ich glaube, irgendetwas können wir auch mit Katzenfleisch anziehen. Aber die Klammer, Giftspritze. Hier Klingenkorn, weiß ich nicht. Das wird ja sowieso verteilt über die Siedlungen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so nötig, dass wir das unbedingt mitnehmen. Köterkeule. 34. Ja, auch das kann man besser in anderen Siedlungen gebrauchen. Leguanbissen. Ja, jetzt kommen wir schon eher dem Gewicht näher. Also ich denke, diesmal werden wir unseren Wasserspender ziemlich voll bekommen. Nudelschale. Eigentlich kann man die immer drüben kaufen. Yucca Sherry, sowas können wir bestimmt mitnehmen. Und ja, diese Mentats. Auch die machen hier, glaube ich, gar nicht so viel Sinn. Perfekt erhaltener Kuchen. Ja, da frage ich mich doch, wo haben wir denn so etwas her? Red Hirsch. Ja, das ganze Fleisch, das können wir alles auf jeden Fall mitnehmen. Red Scorpion Steak. Und Red Scorpion Spritze, die braucht auch nicht unbedingt hier jetzt zu sein. Rib-Eye Steak. Boah. Roboter-Reparatursätze, die können wir auch vielleicht zentral irgendwo mal lagern. Salisbury Steak, das kann man verkaufen, denke ich. Das schimmlige Essen, da habe ich noch gar keine Verwendung für. Naja, nehmen wir das mal mit. Und Steve Boys müssen auch nicht unbedingt so viele hier sein. Einer reicht da auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, das ganze Spiel über noch nicht einmal einen Steve Boy verwendet. Die sind eigentlich ziemlich gut. Also in New Vegas, erinnere ich mich, habe ich die recht oft verwendet sogar. Süßkuchen lassen wir mal hier drin. Verstrahltes Blut kann, glaube ich, alles mit. Der Whisky kann mit. Wilde Mutterbeeren. Ja, nachher, wenn wir hier irgendetwas brauen wollen, dann werden wir da stehen und dann fehlen uns die Sachen. Und Zuckerbomben kann man, glaube ich, auch besser verkaufen. Ich meine, in New Vegas konnte man da auch noch irgendwelche Waffen oder Granaten oder irgendwie so etwas herstellen. Aber hier habe ich jetzt noch kein Rezept dafür gefunden. Aber auch nicht speziell danach gesucht. Schrott wird sowieso verteilt und Munition, das lassen wir jetzt so. Das kann man hier alles verkaufen. Hey. Ja, wo sind wir denn gerade durchgegangen? Das war doch gerade die Abteilung Hilfsmittel, meine ich. Genau. Ach, da fangen wir auch mal ganz unten in der Liste an. Ja, sonst passiert es, dass man dann doch, wenn das nach oben rutscht, dass man da schon mal durcheinander kommt, irgendwie. Oh, Traubenmentets. Traubenmentets, die tragen wir lieber bei uns. Ob
das Gute ist, wenn wir ihr jetzt die Roboter-Reparatursätze geben. Vielleicht verbraucht sie die dann alle sofort. Auf jeden Fall werden wir auf der Abernathy Farm Arena, also in der Arena, dafür werden wir genug Material haben an Fleisch. Was uns dann nachher fehlen wird, das wird dann Kupfer sein, denke ich. Nudelschale nochmal. Ach, Mutterbeeren, ja, die hätten wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen. Nun egal. Ja, das ist doch echt gut, dass sie hier so viel tragen kann. Aha. Okay. Wir haben das Ende erreicht. Mehr kann sie nicht, offenbar. Auch nicht noch so ein paar hier von Daytripper, nein. Gar nichts mehr. Ja, schade. Dann müssen wir hier eben ein bisschen was essen, müssen wir sowieso. Aber wir müssen auch noch über 40, 42 Teile ablegen. Ja, aber das ist doch schon mal gut. Wir haben sie komplett aufgefüllt. Und wir wollen wahrscheinlich dann aus... Ja, wir müssen damit rechnen, dass wir in der Abernathy Farm... Quatsch. Dass wir in Oberland Station in Grey Garden... Dann werden wir wahrscheinlich noch nach... Ja, zum Starlight Drive-In kommen. Also ich rechne damit, dass wir dort auch noch diverse Sachen kaufen können. Ein paar Kleider oder so etwas. Die mussten wir dann einmal eben in den Siedlungen lassen. Aber wir haben Hangman's Alley schon mal etwas ausgemistet. Das ist ja wenigstens schon mal etwas... Ja, dann können wir doch hier... Was packen wir hier rein? Ach, essen wir erstmal was. Essen wir und gucken, was dann übrig bleibt. Und brauchen wir denn Essen? Sind wir so hungrig? Etwas hungrig. Etwas durstig, überladen natürlich. Lethargie haben wir auch. Also schlafen sollten wir dann auch mal. Okay, wir essen uns jetzt erstmal schön satt. Mit den schweren Sachen natürlich. Eichhörnchen-Eintopf, naja, brauchen wir jetzt im Moment nicht unbedingt. Wir sind jetzt nicht mehr ganz so wild hinter EP-Punkte hinterher. Gemüsesuppe, ja, die können wir essen bzw. trinken. Nudelschale, genau. Ah ja, okay, wir sind schon gut genährt. Dann müssen wir uns nur noch einmal schlafen legen. Warum haben wir denn Level Up 2 schon wieder? Moment mal. Ach, wir sind gestorben beim letzten Mal. Da hatten wir aber nicht viel von unserem Glück. No. Ausdauer. Na gut, beim nächsten Mal, denke ich. Zwei Level-Ups hatten wir. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Was essen?
oder schon wieder was ablegen. Aber ich wüsste jetzt nicht was. Am liebsten würde ich die Sachen ja alle mitnehmen. Ja, so ein bisschen Essen, so ein Vorrat könnten wir ja doch hier lassen. Mal gucken. Hilfsmittel und irgendwas zu essen. Also antimikrobielle Kräuter vielleicht erstmal nicht. Alles, was so ein bisschen schwer ist, dachte ich so daran. Blähfliegenfleisch. Na, wir wollen doch hier keinen Blähfliegenfleisch. Ich weiß gar nicht, was man damit anlocken kann. Ghule oder... So richtig oft haben wir das ja noch nicht gemacht. Ich weiß, nee, Ghule kann man, glaube ich, mit Fleisch von Mischlingen anziehen. Meierlurks, glaube ich, mit Eiern oder vielleicht auch noch mit irgendeinem anderen Fleisch. Insekten meine ich mit Red-Kakerlaken. Oder nein, nein, das waren Eichhörnchen. Ach, Quatsch. Maulwurfsratten. Ja, die kann man damit anziehen. Mit... Was habe ich gerade gesagt? Red-Kakerlakenfleisch meine ich. Ja, gebackene Blähfliege wiegt doch ordentlich was. Und gegrillte Red-Kakerlake auch. Das kann man hier lassen. Gegrillter Red-Hirsch. Geröstetes Meierlurk-Fleisch. Also die Sachen, die zu schwer sind für unterwegs. Und die man dann nicht unbedingt woanders haben möchte. Muss im Moment. Mutantenhundekeulen zum Beispiel kann auch erstmal hier abgelegt werden. Was gibt es denn da noch Schönes? Och, das war's schon. 40 müssen wir noch loswerden. Sollen wir doch das ganze Bier jetzt hier lassen? Müssen wir das hier lassen? Wirklich? Haben wir denn nichts anderes? Munition höchstens. Ja, wir werden uns doch unterwegs nicht mit irgendjemandem anlegen wollen, oder? So, und die 5mm Patronen lassen wir dann eben auch einmal hier. Das hat es jetzt aber auch noch nicht so ganz gebracht. Ja, ich sehe schon, wir müssen uns vom Bier trennen wahrscheinlich. Das wird wohl jetzt am schnellsten gehen. Brahminfleisch? Nein, das brauchen wir. Damit locken wir... Was locken wir damit an? Meierlurks? Nein... Yaogwai? Könnte sein. Na gut, dann war es das einmal so. Hier den Karton hier, die Holzkiste, das müssen wir auch nochmal rausnehmen. Das sind alles Deko-Sachen, die wir gesammelt haben. Die sollten doch auch mal woanders hinkommen eigentlich. Ja, und wir gehen jetzt erstmal eine Runde pofen. Hey! Ich will nur ein bisschen handeln. Schön im Regen schlafen. Und wir lösen dich mal ab. Beim Schlafen. Ja, dann war das jetzt mal eine lange, lange... Ja, was nehmen wir hier mit und was lassen wir hier Folge? Muss ja auch mal sein. Wir haben schon lange hier keine Ordnung mehr geschaffen in unseren Siedlungen. Und wir leiden immer noch unter Lethargie. Wir werden jetzt... Allenfalls, ja doch, gut, wir werden hier nochmal... Wir haben ziemliche Probleme. Ich hoffe, du kannst helfen. Na, was gibt's denn? Entschuldigung. Möchtest du ein bisschen handeln? Zeig mal, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. County Crossing wird angegriffen. Boah, die sollten aber ganz gut zurechtkommen. Die bis jetzt am besten ausgestattete Siedlung ist das von uns. Ja, gut. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Möchtest du einen Drink haben? Ja,
ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Gucken wir hier noch einmal rein und ja, dann machen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall daran aufzubrechen Richtung Heimat. Mit Heimat meine ich schon wieder die Abernathy-Farm-Ecke da oben. Ja? Hallo. Was darf sein? Na, ja, und er wird wieder nichts haben. Hier ist mein Angebot. Doch, nein. Ein bisschen was anderes hat er aber, meine ich. Na, egal. Kleidung, Kleidung. Hallo, in letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Nur zu, die Kleidung kannst du direkt anziehen. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Mhm. Ja, auch abgenutzte Filzhüte haben wir 12. Ja gut, kaufen wir noch einen. Wir haben ja, glaube ich, irgendwas um die 70 Siedlungen. Nein, ich glaube, sowas um die 40 Siedlungen haben wir. Ach, wir können eigentlich gar nichts mehr kaufen. Das war das, was ich schon mal sagte vorhin. Ja, dann sollten wir die Sachen dann unten in die gelbe Kiste legen. Aber dann fangen wir wieder an mit den gelben Kisten. Na schnell runter, wir sind überladen. Ein einfaches Leben ist das nicht. Da fällt mir gerade ein, wir haben ja die Siedler, die Siedlungsrouten. Wir könnten wahrscheinlich die Siedler auch mal, die Versorgungsrouten, die Versorger könnten wir auch mal wahrscheinlich mal vollpacken mit irgendwelchen Zeug. Und dann eben gucken, wo kommen die überhaupt an. Moment. Ach, jetzt ist es hier drin. Abgenutzter Filzhut war das. Der Glücksbringer, genau. Wobei, wir brauchen doch gar keine abgenutzten Filzhüte mehr. Wir haben uns doch umentschieden. Wir wollten doch stattdessen diese grauen Strickmützen nehmen. Oh, wie dem auch sei. Na, was machen wir denn nun? Schrott hier. Den ganzen Schrott schon mal da reinpacken. Ja, und die Kleidung kommt hier drüben in die gelbe Kiste. Ja? Nanu. Wir haben so viel schmutziges Wasser gekauft. Das möchte ich jetzt aber ungern hier lassen. Und unterwegs werden wir mit Sicherheit auch noch was einsammeln. So überladen sollte man einfach nicht aus dem Haus gehen. Es sei denn, wir wollen irgendetwas verkaufen. Also Wasser kann man ruhig so viel mitnehmen, wie man tragen kann. Wenn man weiß, dass man sofort eine Siedlung hat, in der man verkaufen möchte. Ach, was soll's. Dann legen wir hier das eiskalte Granite-Lager halt nochmal ab, so lange. Und wir beschriften vielleicht hier die Kiste erstmal. Machen wir ein S und ein H für Sanctuary Hills, dann wissen wir Bescheid. Hoffentlich. Haben wir auch einen Pfeil oder so etwas hier? Na, ist ja egal. Schon gut. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Ja? Ach so, ja? Was ist denn mit unserem Brahmin? Ja gut, wenn da einer drin steht, werdet ihr keinen Brahmin fangen, denke ich. Strom hat das Teil. Ja, ich denke, beim nächsten Mal, wenn wir hier vorbeikommen, dann könnte schon ein Brahmin drin sein. Keine Ahnung, wie viele Blasen. Vielleicht jetzt, wenn wir noch eine Nacht warten, dann vielleicht auch.
Okay, mit diesem wunderbaren Bild und unserem Wasserspender oben auf dem Dach darf ich mich verabschieden. Ich sage danke fürs Zusehen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dann geht's nach Oberland Station. Tschüss.